Durch die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, das Sozialkassenverfahrenssicherungsgesetz ist dringend notwendig, denn sonst wären die Sozialkassen in der Bauwirtschaft existenziell gefährdet. Die Beschäftigten und die Betriebe vertrauen auch darauf, dass die Soka-Bau weiter existiert. Denn dabei geht es ja um so wichtige Leistungen, wurde schon angesprochen, Zusatzrenten, Ausbildung und Urlaubsansprüche. Und deshalb beschließen wir heute auch das Gesetz nach einem kurzen, aber wegen der öffentlichen Anhörung auch transparenten Verfahren. Und wir beschließen das Gesetz auch einstimmig, und das ist wichtig. Gerade im Baugewerbe brauchen die Beschäftigten besondere Unterstützung, wo sonst verhageln Unwetter ganze Arbeitstage, wo Wintereinbrüche für Baustopps und vorübergehende Arbeitsausfälle sorgen. Kaum eine andere Branche ist so geprägt von Wechsel und saisonalen Schwankungen. Die Beschäftigten der Bauwirtschaft brauchen deshalb die Soka-Bau. Und deshalb unterstützen wir Grüne auch bei diesem Gesetz das schnelle Handeln der Bundesregierung. Solche gemeinsame Einrichtungen funktionieren nur mit allgemeinverbindlich erklärten Tarifverträgen, die für alle gelten, also auch für die nicht tarifgebundenen Betriebe. Das war bisher in der Vergangenheit eine Selbstverständlichkeit. Das Bundesarbeitsgericht hat nun aber entschieden, dass die Tarifverträge rückwirkend nicht mehr als allgemeinverbindlich gelten. Das sorgt jetzt für massive Rückforderungen und Turbulenzen. Und das bringt die Soka-Bau jetzt massiv in Bedrängnis. Und deswegen ist eine schnelle Lösung unbedingt erforderlich. Die Gründe für das Urteil sind rein formaler Natur. Es wurde schon kurz angesprochen. Die Richter beziehen sich eben auf das damals noch gültige Quorum von 50%. Und zum anderen bemängeln sie, dass die damaligen Bundesminister sich persönlich um die allgemeinverbindliche Erklärung gekümmert haben. Das öffentliche Interesse, und das ist wichtig, das öffentliche Interesse an den allgemeinverbindlich erklärten Tarifverträgen wurde aber nicht infrage gestellt. Es wurde vielmehr bestätigt. Und deshalb war die Bundesregierung auch in der Pflicht zu handeln. Die Regelungen der Tarifverträge werden jetzt rückwirkend für alle Arbeitgeber gesetzlich angeordnet. Materiell bleibt alles beim Alten. Das Gesetz übernimmt den Anwendungsbereich der Tarifverträge. Es wird formal eine Rechtsgrundlage für das Sozialkassenverfahren geschaffen, und das unterstützen wir. Während der Beratung, es wurde schon angesprochen, gab es auch lautstarke Kritik am Sozialkassenverfahren. Und dabei geht es um Inhalte, um Fristen, um Abgrenzung, also um die materielle Ausgestaltung. Hier muss neu verhandelt, nachverhandelt werden. Es wäre gut, wenn der alte Streit endlich begraben wird. Und dafür gibt es ja auch die Vereinbarung, die schon benannt wurde. Aber schlussendlich ist das nicht Sache der Politik, sondern Sache der Sozialpartner. Für uns entscheidend war bei der ganzen Debatte, dass das Sicherungsgesetz verfassungskonform ausgestaltet ist. Und deshalb wollten wir auch eine Sachverständigenanhörung im Ausschuss. Und dort haben alle Rechtswissenschaftler eindeutig die Meinung geäußert, das Gesetz verstößt nicht gegen verfassungsrechtliche Vorgaben. Und niemand, wir haben da extra auch noch mal nachgefragt, konnte uns eine andere gesetzliche Alternative aufzeigen. Und vor diesem Hintergrund werden wir eben auch dem Gesetz heute zustimmen. Denn von der Soka-Bau profitieren einfach extrem viele Beschäftigten. Die Zahlen wurden genannt. Viele Betriebe, vor allem profitieren mehr als 35.000 junge Menschen von der überbetrieblichen Ausbildung. Der Erhalt der gemeinsamen Einrichtung im Baugewerbe ist also politisch geboten. Vielen Dank. Vielen Dank. Letzter Redner zu diesem Tagesordnungspunkt ist Wilfried Oellers.